Willkommen zurück zu Miitopia! Wir sind hier in diesem komischen, trolligen Wald. Und, ich hoffe, dass wir diesen Wald hier heute beenden können, damit wir endlich diesem bösen Schurken Gommahl D hinterher können. Aber bevor wir das machen können, gibt es erstmal ein paar Gegner, die wir schlachten müssen. Ich finde die Gesichter lustig irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie viel Damage ich mache. Ich habe ein bisschen länger als ich mal gespielt. So eine Woche oder so habe ich nicht mehr gespielt, weil ich hatte genug Aufnahme. Und dann dachte ich mir, ja, brauche ich doch nicht spielen. Aber jetzt denke ich mir so, ha? Spiel bockt eigentlich immer. Was für ein Spiel, selbst wenn es nicht bockt. Wenn du spielst, bockt es einfach. Und das finde ich sehr nice an diesem Spiel. Das hat nicht jedes Spiel. Oh, nice! Level up für Bunny! Aber leider nichts, schade. Oh nee, keine Banshee-Tränen, die mag doch niemand. Oder mag die jemand? Ich bin mir gerade nicht sicher, glaub nicht. Wohin hat sich der dunkle Fürst Gommahl D wohl zurückgezogen? In seine Burg, nehme ich an. Die liegt auf dem Gipfel des Vulkans im Osten. Östlich von hier gibt es einen Vulkan? Wir nennen ihn den Flammenberg. Es ist ein furchterregender Ort. Aber du wirst trotzdem dort reisen, stimmt's? Wenn er dort ist, ja. Du bist so tapfer. Ich wünsche, ich wäre es auch. Hatten wir dieses Gespräch nicht sogar schon mal? Ich kann mich da an das gleiche Gespräch sogar erinnern. Oh, bares Obst Süßes. Komm, Fisch. Bares für Rares. Das will ich haben. Oh, das war ein besonderer Sound. Ein Goldbläun. Oha, warum ist er so OP? What? Actionreiche Effekte, je nach Klasse. Okay, das will ich mal ausprobieren, was das macht. Das ist neu. Pflanze die Saat. Erster Beistand. Blume mit Hotte Hü. Heile, heile Pflänzchen. Oh, das heilt nur. Ich dachte, das greift an. Ein wahres Blütenmeer. Cool, also das ist sogar ziemlich gut tatsächlich. Jetzt sind alle nämlich motiviert und machen mehr Damage. Bäm, wunderschön. Das hat sehr viel MP verbraucht. Ob es das wert ist, die Attacke? Ich kann es euch nicht sagen. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Einen Brief erhalten. Aha, okay. Na, ja, ich lese ihn nicht mehr vor. Keine Lust. Level 5 für Klasse Prinzessin erreicht. Wunderschön. Schön, dass ihr euch versteht, aber ich dachte eigentlich, dass ich und Bunny uns ein bisschen besser verstehen. Was geht hier ab? Na, ich will schon sehen. Ah, okay. Nee, es ist nur das. Schade. Ja, da kommt ein bisschen mehr. Na ja, gut, da ist es ja. Das Level Up. Gut, okay. Kann ich irgendwas kaufen? Oh, Moment. Moment, ich sehe gerade hier. Ihr wollt noch ein schönes Level Up bekommen. Das können wir gerne einrichten. Zack, zack. Blam. Okay, du bist... Okay, ich muss kurz gucken, auf welchem Level die alle hier miteinander sind. Ist eigentlich so ganz okay. Ihr wollt alle was haben? Löwenzahn? Pünktchenpanzer oder... Oh, ein Ziegenkostüm. Ja, zeig mal her. Das könnte cool aussehen. Diesen schwarzen Flügeln. Boah, das ist cool. Hat was. Das hat was. Erinnert mich ein bisschen an Sephiroth. Mit den schwarzen Flügeln. Ja, wir haben ein paar Spieltickets jetzt. Deshalb können wir ein bisschen playen. Wow, natürlich von allen Kostümen, die wir hier bekommen könnten. Das vom Ziegenkostüm kriegen wir natürlich dann, ja. Ja, ich bekomme das bitte. Kann ich mit Sailor Moon ein bisschen Urlaub machen? Wunderbar. Das war so spitz. Das war so toll. Yay. Yay. So, toll. Nee, hier gibt es leider nichts Besonderes heute im Roulette. Ja, dann machen wir weiter. Dann machen wir halt mal weiter. Machen wir weiter. Oh, wir kommen dem Ende näher. Aber hier können wir wahrscheinlich nicht rein, oder?
Wie lange geht denn dieses Gebiet? Jetzt muss ja hier rechts das Ende sein. Warum ist da Wario schon wieder? Ja, ich will mal ganz kurz dieses Level nochmal kurz abschließen. Und ja. Hier gibt es eine Kiste. Mit einem Bonbon. Naja, ob sich das gelohnt hat. Ich denke mal nicht. Wo geht das hier geradeaus weiter? Oh, hier ist noch eine Kiste. Eine Banane. Also ein Bonbon, eine Banane gibt es hier unten, statt den Kampf da oben. Ich finde, das lohnt sich nicht. Ich finde, der Kampf da oben lohnt sich mehr. Weil das Geld ist irgendwie wertvoller, finde ich. Ich habe sowieso schon so viele von den Bonbons und von den Bananen, wie man jetzt hier oben rechts sehen kann. So viele. Ihr talkt mal wieder. Okay. Zeig's dem Schmutz. Alles klar. Habe ich jetzt genug Geld für irgendwas? Du willst wieder ein neues Lederkostüm? Naja, du hast ja schon was bekommen. Aber das kann ich nicht leisten. Schade. Ja, ja, komm. Machen wir weiter. Ich weiß nicht, womit wir anfangen. Gucken wir erstmal, ob wir hier überhaupt weiter können. Das interessiert mich. Eine Öffnung. Da ist mal wieder ein passender Gegenstand gefragt. Wir haben da doch diese Platte gefunden. Wo haben die die? Wo haben wir die? Hat die uns irgendwer gegeben? Isaac vielleicht? Ich bin voll verwirrt. Wo haben wir die? Kann sein, dass uns Isaac die gegeben hat. War das eine Platte? Hier ganz links, meine ich. Moment. Hier drin? Haben wir die von hier drin? Hier war doch Isaac, oder? Da oben? Okay, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass wir die von hier haben, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Wir haben es auf jeden Fall und jetzt können wir hier... Oh, vielleicht ist aber auch nur Bonus. Hier gibt es noch eine Truhe. Na dann, ich glaube, hier geht es nicht weiter. Ich glaube, es ist nur Bonus. Ich glaube, es geht oben weiter. Ja, trotzdem, die Truhe, die gönne ich mir noch. Drei Spielscheine. Nett. Sage ich nicht nein zu. Kriegt man übrigens jedes Mal, wenn man das Spiel startet, gefühlt. Fast jedes Mal. Ja, natürlich sind nur noch Gegner. Oh, Bananen-Mii-Falle. Das ist ein neuer Gegner, oder? Ja! Bam! Ach, ganz ruhig. Fächerwelle, cool. Schön. Das ist eine große goldene Truhe. Ich hab Bock. Yes. Fächer mit Rüschen. Oh. Das ist süß. Das ist so niedlich. Warum nicht? Und das hier. Blum. Ja. Ja, war ein kleines Bonuslevel. Sage ich nicht nein zu? Weil, warum sollte ich nein dazu sagen? Wir machen sowieso. Also ich habe sowieso bisher vorgehabt, 100% zu machen. Jedes einzelne Level. Mit dem Haken. Mit der Flagge. Wie bei Donkey Kong. Hä, was willst du denn? Ja, komm. Wenn sonst jemand was haben will, dann kaufe ich dir das halt. Aber ich glaube, das ziehe ich dir nicht an, weil. Looks kinda weird. Und das ist sowieso lustig. Ja. Nur Werte benutzen. Ich finde es lustig, wie das immer noch viele nicht wissen, dass man nur die Werte benutzen kann. Und nicht immer sofort. Ach. Ja, ich weiß, was ich laber. Und natürlich kriegen wir nur einen Bonbon, komm. Spiel will nicht, was ich laber. Spiel will, was ich weitermache. Kann ich verstehen. Wollt alle nur sehen, wie es weitergeht. Und genauso will ich das auch. Also, warum laber ich überhaupt? Fünf verschiedene Kleidungen für einen Panzer. Blum. Oh, doch, das geht weiter. Zu Wario. Okay. LOL, eine Flasche! Unglaublich! Der Geschmack des Weines schlägt Wurzeln in meinen Geschmacksnerven. Ich dachte immer, solches Zeug müsste bitter schmecken. Doch dieser Trank ist ein wahrer Hochgenuss. Ich befürworte den täglichen Verzehr dieses Trunks. Sei gegrüßt! Ich bin Wario, der Reisegourmet! Hohe Kochkunst hebt auch mich in Sphären höchster Verzückung. Diesen Genuss muss ich einfach mit dir teilen. Greif zu. Elfentrank oder Trunk. Danke. Bon Appetit
Oder lass dir schmecken vom Getränk her. Ja, ja. Cool. Lass uns das dann gleich ausprobieren. Wir gehen aber jetzt hier weiter, weil ich glaube, das ist das letzte Level, bevor wir dann zum Endboss kommen von... was heißt Endboss? Zu einem Boss kommen. Endboss dauert noch ein bisschen. Aber zum Boss. Genau. Diese grüne Fläche ist so groß. Woher kommt das bloß, das viele Moos? Hoppla! Dein toller Reim! Zeit für meinen ersten Gedichtband. Ja, Mann! Du wirst jetzt Rapper. Vium. Machen jetzt Gedichte. Und dann schreiben wir dann Geschichte. Dieser Angriff war sehr heiß. Und das meine ich ernst, kein Scheiß. Hahaha, toller Angriff. Darauf fällt mir nichts mehr ein. Kacke. Lassen wir es, es wird cringy. Noch ein Gegner. Warum biegen wir so ab? Oh, oh, da sind die Trolle wieder. Die Handlanger von Gomma AD. Sind wir alle schnellstens besiegen. Alter, da kann alle angreifen. Nein! Bunny! Achso, das war nur die Banane. Oh, oh. Hä? Neue Technik. Tänzchen. Die tanzen jetzt alle mit, oder was? Nice. Spielen jetzt alle DDR. Wunderbar. Was hat sich wieder gereimt. War nicht gemeint. Wow, bam! Mann, dieser Troll lebt noch. Komm. Gut gemacht, Young Mike. Hast du es drauf? Level 6 für Bunny. Eskorte gelernt. Schnapp dir einen Freund und verlasse die Gefahrenzone. Oh, cool. Das ist cool. Sie ist Peach und klaut dann jemanden wie ein Toad. Cool. Wieder diese Gegner. Schon wieder, Mann. Komm, alle mit mir helfen. Fächerwelle, schön. Aua. Bam. Machen so wenig Damage. Also merkt schon, egal wie hoch man gelevelt ist, die Gebiete werden trotzdem schwerer. Also bisher haben wir noch gar keine... Oh, oh. Das passt irgendwie voll, dieser Blick. Ne, geht jetzt nicht mehr. Was soll ich sagen? Man merkt einfach, dass die Gebiete schwerer werden. Auch wenn man das gleiche Level hat wie in dem letzten Gebiet. Wir hatten ja auch mal eine Attacke, die One-Hit gemacht hat auf alle Gegner, die gerade da sind. So eine Explosion zum Beispiel. Eine Alraune. Hatte ich das nicht sogar schon mal? Ich kaufe es trotzdem. Oh. Nevermind. Dann gaue ich es nur nicht. Noch eine Banane. Weil wir nicht genug haben. Lederkostüm. Ich hol's ihr mal. Aber nur damit die Stats besser werden. Weil sie frisst ständig ihre Bananen. Brauchst du doch nicht. Nein, ich mag das Outfit nicht. Wir sind 14 Minuten in der Aufnahme sind. Ungefähr. Es kommt mir echt alles so. Ich weiß nicht. Vielleicht speedrun ich das gerade einfach nur alles durch, aber ich habe das Gefühl, wir leben schon länger auf. Elfentrunk nach geheimen magischen Rezept im Elfendorf gebraut. Und okay. Ja, ja, okay, okay, okay. Nein, schade. Okay. Magst du das? Ja, ganz okay. Nein. Auch nicht. Was damit? Überhaupt nicht. Und überhaupt nicht. Und das hier? Ganz okay. Und das hier? Schon nice. Gut. Na, dann haben wir unser ganzes Essen. Vergessen. Haha. Alraune. Habe ich die nicht? Achso, die, die konnte ich ja nicht kaufen. Und die kriege ich natürlich auch nicht. Ja, ich finde diese Tickets hier irgendwie ziemlich langweilig. Da sieht man kaum was.
Aber natürlich nehme ich das trotzdem mit, auch wenn es wirklich nur wenig hoch macht vom Level her. Naja. Was willst du machen? Was willst du machen? Blob. Hoffentlich finden wir das Gesicht von Bubbles wieder. Let's go! Ich werde Venus zeigen, was ich drauf hab. Das östliche Tor ist verschlossen? Ja, mächtige Magie hält es versiegelt. Aber falls du den dunklen Fürsten verfolgen willst, werde ich das Siegel lösen. Oh ja, bitte. Dafür müssen wir jedoch zunächst meine Schwester retten. Wir benötigen die vereinte Magie von uns dreien, um das Siegel zu brechen. Ach, so ist das. Na dann, weiter geht's. Ja. Let's go. Bitte keine Kämpfe mehr. Ja, außer dem Boss halt. Der ist wohl hier. So ganz casual am Walken. Bubbles! Natürlich hat sie ihr Gesicht verloren. Oh, oh, oh. What? Die Bubbles-Eule! Oh mein Gott! Das sieht so weird aus. Ah, dann würde ich mal sagen, hier, was haben wir denn für Attacken? Luftstoß! Danke! Bäh! So eine nette Eule, so eine ganz, ganz nette Eule. Oh, wie oft greift sie bitte an? Nicht auf den gleichen immer gehen. Sonst sind wir ja instant tot. Dankeschön. Bäm! Wildes Geballer. Okay. Verletzt dich bitte nicht. Bäm. Wie viel Damage haben wir bisher gemacht? Nicht mal Hälfte. Das könnte ein schwieriger Boss werden. Das könnte ein anstrengender und schwieriger Boss werden. Muss aber nicht. Bäm. Wenn wir jetzt alle reinhauen hier. Nicht traurig sein. Oh oh. What? Geistesabwesend? Was? Ich denke die ganze Zeit nur nach. Okay, dann komm. Heilen wir nochmal ganz kurz. Sailor Moon. Der Rest kann auch nochmal geheilt werden, weil warum nicht? Die Streuer kann ich ja sowieso mal irgendwann wieder verwenden. Bam! Wir machen aber wirklich nicht viel Damage. Wir müssen mal Attack ein bisschen erhöhen. Bam. Zack, kann ich mitkämpfen. Oh, neue Technik. Süßes Geflüster. Machen wir jetzt mehr Damage? Oh mein Gott, wie viel Damage? Nein. Nein, 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 dann lass ich irre werden. Hä? Okay. Ich weiß gerade nicht, was passiert ist, aber... Wir stehen kurz vor dem Sieg, echt? Das muss ich mir mal kurz anschauen. Stimmt! Komm, finaler Stoß! Bam! Nicht übel, oder was? Doch nicht so schwer, der Boss. Danke, meine Lieben! Wir haben Bubbles gerettet, a.k.a. Ninja Muffin. Juhu! Und da kehrt das Gesicht wieder zurück. Warum auch immer sie gerade am Cosplayen ist. Irgendeine lierne Fee. Na egal. Fesche Fee 1. Bubbles. Ich hatte mich schon gefragt, wann mich jemand mehr rettet. Schwester. Ah, alles klar. Du möchtest nach Osten den dunklen Fürsten verfolgen. Ja. Genau das wollte ich hören. Wir warten im östlichen Tor auf dich. Lassen sich warten. Komm mit, Venus. Moment. Vielen Dank für deine Hilfe. Sailor Moon kann gerne in deinem Team bleiben. Cool. So random. Yeah. Und das war der Boss. Schön, dass wir diesen trolligen Wald doch noch durchgeschafft haben in dieser Folge. Und zwei Level up. Wow, 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 wow. Cool.
Alle sind hier am Quatschen. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Ich habe gar nicht etwas wirklich davon gehört. Hä? Ja? Was? Ist es wirklich wahr? Es scheint so. Wie traurig. Und bei euch ist wahrscheinlich wieder die 20 ganz normalen Texte, die beim Pferd da sein können. Oh. Nicht schlecht. Passt von den Farben sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Okay, wollt ihr was haben? Kaufen. Oh, eine Bombe! Bomben. Bis dann und ciao. Bomben. Wollkostüm. Nee. Komm. Lass uns sehen, wie das Spiel jetzt weitergeht. Weil wir haben ja irgendwie... Können wir das Tor nicht aufkriegen. Da müssen wir jetzt irgendwas gegen tun können. Habe ich recht? Oder machen die Phoenix das Tor auf? Ja, machen sie. Dafür haben wir sie gerettet. Da bist du endlich. Schwestern, seid ihr bereit? Ja. Aber immer doch. Es gibt so ein Musikvideo. Dum, 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 dum. Geil. Und dann geht's auf. Erinnert mich ein bisschen an Adventure Time. Da habt ihr die ganze Zeit gewartet. Danke, dass ihr das Tor geöffnet habt. Ihr habt mir sehr geholfen. Hilfe! Nun sollte vorerst Schluss mit eurem Feenzauber sein. So, jetzt ist es soweit. Es ist Zeit für einen Besuch bei euren Elfenfreunden. Komm mal. Schon wieder diese Kamerade, Mann. Zeido, Schwester. Wir müssen dich nach Hause bringen. Am besten brechen wir sofort auf. Tut uns leid. Oh no. Oh no. Das Tor ist zwar offen, aber... Wir müssen die Stadt beschützen. Das ist wichtiger. Was ist hier nur passiert? Das sahen alle schon aus, als wir hierher ankamen. Der Dunkelpfiff hat seine ganze Arbeit geleistet. Ja, aber es ist doch nur 5 Meter entfernt. Wie konnte er das so schnell machen? Jetzt habe ich die Pflicht, das hier zu bereinigen. Hilfst du mir? Klar. Ich wusste, dass er uns nicht im Stich lässt. Bubbles hat sich dir angeschlossen. Venus, kümmere dich um die anderen. Geht klar. Also dann, brech mir auf. Yeah. Okay, ein Gesicht. 2, 3, 4. Alle Fans. Oh, du nicht, zum Glück. Du nicht, zum Glück. Und, hast du dein Gesicht verloren? Ja, sieht man gar nicht. Oh, jetzt sehe ich das Gesicht von mir, oder? Nee, sehe ich nicht. Hm. Wie sieht denn das Gesicht von dem aus? Hey. Okay. Ja, und von dir natürlich auch. Okay. Dann geht ab der nächsten Folge die Quest los. Die Gesichter zu retten. Wir haben ja aber 2 alternative Wege, die wir sofort machen werden. Naja, wohl. Da oben ist so ein Goldling. Na, wir werden auf jeden Fall mal gucken in der nächsten Folge von Miitopia.